Und wieder Willy Brandt sagt er, in diesem anderen Land gibt es wieder Schlafsack in der Infos allerhand. So, und jetzt mehr Prost, gell, weil am Anfang muss man immer was trinken. Heute zum Thema, was gibt es für Schlafsackformen und welche Features auf gut bayerisch und für den Rest mit Untertitel. Fangen wir mit den Formen an, gell. Also es gibt, die meistverbreiteste ist die Mumienform. Nein, wie soll ich es erklären? Schaut aus wie eine Mumie, halt unten ein bisschen länger und oben ein bisschen weiter und dann wieder enger. Hat einen Vorteil, es passt sich mehr am Körper an, dadurch ist er schneller warm, der Schlafsack, weil man nicht so Zwischenraum erwärmen muss und man spart sich Material, dadurch wird er leichter und kleiner. Das heißt, nimmt man her, wenn man einen Berg geht oder wenn man tragen muss, einen Schlafsack. Dann gab es die Deckenform. Die Deckenform ist eckig, das ist einfach bequemer, man hat mehr Platz, man kann ja komplett aufklappen, dann hat man Decken. Einfach für die Leute, die halt viel Platz haben möchten. Das ist optimal zum Campen zum Beispiel, im Wohnmobil, im Campen, Caravan und überall zum Zeug drin halt. Dann darf es die Eiform gehen. Die ist jetzt relativ selten, obwohl das eigentlich alle Frauen brauchen heiraten, gell? Weil eine Frau schlaft generell mit einem ausgestreckten oder einem angewinkelten Bein, also braucht es mehr Platz in der Mitte, jetzt wird das Ding einfach eiförmig. Das waren einmal die Formen, wo es so gab. Jetzt machen wir weiter mit den Features, wie der alte Bayer sagt, gell? Also, es gibt einen Haufen Zeug in Schlafsack drin, es gibt auch wichtige Sachen. Fangen wir mal an, oben ein Kapuzen. Also ein Kapuzen ist schon mal gut, der Kopf ist hier eingebackelt, es wird nicht so kalt, man friert von oben her nieder. Diese mal Standard braucht jeder Schlafsack. Was noch ganz gut dazu kommt, wenn man so ein Face-Buffel, wie der Bayer sagt, das ist der herum, dieser Wärmewulst, sagen wir mal, der passt sich, wenn man jetzt zuzieht, man kann den Schlafsack nämlich da auch verstellen und enger ziehen. Sau gut an die Gesichtsform. Da ist das Gesicht drin, dann entweicht da keine Wärme. Und schon ist wieder Wärme drin. Gell? Also auch sau praktisch, muss man sagen. Auch schön Einhandzug, man kann es mit einer Hand bedienen, das ist auch mal praktisch. Nicht, dass man rumfummeln muss und mit zwei Händen umeinander werken kann. Dann, jetzt kommt der Clou, man hat hier ein Einschubfach. Da stecke ich ganz einfach eine Jacke rein und wenn die Jacke drin ist, schon habe ich ein Kopfkissen, das nicht mehr in der Gegend umeinander tust. Sau praktisch schon mal wieder. Gell? Dann haben wir da innen drin, da machen wir jetzt mal auf, dann sieht man es besser, einen Wärmekragen. Einen Wärmekragen mache ich normal zu, überhalb von den Schultern, dass die Wärme aus dem Schlafsack nicht rauskommt. Macht Sinn bei Schlafsäcken unter 0 Grad. Über 0 macht es keinen großen Sinn nieder, weil der Dampf aus der Säule, damit es wärmer drin bleibt. Unter 0 Grad möchte der Dampf aber nicht mehr so viel raus, dann macht man da zu, weil man nicht mehr so viel Dampf hat, meine ich, bei so Ketten, dann macht man zu, dann bleibt die Wärme besser drin. Also wie gesagt, der Wärmekran erst unter 0 Grad, auch sau praktisch. Dann gibt es so Sachen wie da zum Beispiel, Außentaschen für seine Schneidzahlen, die braucht man nämlich laufend irgendwo mal mit Nasenlaft. Innentaschen für die Werkgegenstände, sind natürlich auch sau praktisch, da hat man drin sein Handy verräumt, damit man nachts gestört werden kann. Dann auch ganz gut, ein Reißverschluss sollte eine Wärmeabdeckung haben, das ist dieses Teil da. Wenn ich ihn zumache, dann ist der Reißverschluss unterlegt und schon kann die Kälte nicht mehr, rein und die Wärme nicht mehr aussehen. Dann auch schön das Bandel da. Das Bandel ist dafür da, dass man den ständigen Reißverschluss einzwickt. Also auch was praktisch, gell? Dann der Clou des Jahrhunderts, ein Reißverschluss, der unten rüber geht. Sieht man jetzt ein bisschen da genau. Durch das, dass er rüber geht, kann man von unten aufmachen und die Fürstschiebe lüften. Mache ich euch vor, wenn ihr reinkommt, da ist so ein Gang. Jetzt kann ich die Füße gerade ausstecken, ich liege auf der Oberfläche, seht ihr das? Ski auf der Oberfläche und nicht wie bei anderen zeitlich im Trick draußen, sondern einfach oben drauf. Und das Riesenschöne ist, der Fußsack ist trotzdem geschlossen, keine Kältebrücke durch den Reißverschluss nach außen. Also auch wieder recht komfortabel.
dann sieht man da, der Fußform ist vorgeformt, dass die Füße dann schön Platz haben zum Einstehen. Also das sind einmal Features, was ja jeder Schlafsack haben soll. Und was dann noch ganz gut ist, wenn er so hochatmosative Außenstoffe hat, weil dann ist es angenehm, die sollen auch nicht so rascheln, es ist schön drin, schön weich und einfach sympathisch zur Haut. So, das war's für heute. Schön, dass ihr vorbeigeschaut habt, wieder was gelernt vom Grützebeck, gell? Freue mich, dass ich euch bald wieder sehe. Und jetzt kommt der Witz des Tages noch, gell? Im Geschichtsmuseum sind lauter alte Weiber benannt und er sagt eine, und hier drin ist die Asche von der ägyptischen Königin. Die andere schaut rein und sagt, was hat die so einen Haufen gekracht? Wird echt benannt, gell? Jetzt hat er hier Kräuter.